So, hallo. Es ist Winter, es ist Schneesaison, also was gibt's nichts Besseres als ein Winterspiel zu spielen. In dem Fall Steep, weiß ja geil, wie das ausgesprochen wird, egal. Es ist auf jeden Fall ein Winterspiel, ein Actionspiel. Und ja, jetzt, das ist gerade der Anfang, es hat jetzt gerade geladen, hier stehe ich jetzt und keine Ahnung, wie es jetzt weitergeht. Ich teste jetzt einfach mal an, lass hier die Aufzeichnung mitlaufen und lass euch da einfach teilhaben. Vielleicht einfach als Inspiration, dass man es vielleicht auch sich holen will oder sowas. Mir egal, also wie gesagt, schaut es euch an, was ihr davon haltet, könnt ihr dann Kommentare reinschreiben. Also wir starten an der Stelle einfach mal. Grafisch finde ich es eigentlich gar nicht mal echt verkehrt. Schaut wirklich wieder sehr schön aus. Wenn das wirklich das Gelände angeblich, habe ich gehört, so alte Farbe sein könnte, so alles ist, was es sieht. Bin ich mal sehr gespannt. Das finde ich ja auch so cool, dass man hier sieht, wenn das in-game Grafik, was da anscheinend ist, dass der Schnee eingetrieben wird. Also, so die Spuren ziehen und so. Das habe ich früher, wenn ich Spuren eigentlich vermisst. Also, ich habe jetzt noch keine Ahnung, wie das steuert. John hier. Kannst du mich gut hören, ja? Okay, also ohne Umschweife. Ich habe gesehen, was du kannst und bin beeindruckt. Aber mein Job ist es, dich so hart wie möglich ranzunehmen, um zu sehen, was wirklich in dir steckt. Wir fangen mit einem kleinen Wingsuit-Sprung an. Die Dropzone ist nicht weit. Also mach dich auf den Weg. So, links Shift halten. Und dann kann man auswählen, was man markiere. Wingsuit S. Okay, das ist links Shift. Denk dran, du kannst sie jederzeit und überall deinen Wingsuit anlegen. Alles, was du brauchst, ist ein Spot, der sich für einen guten Absprung eignet. Naja, okay. W, um zu springen und in den Stützflug drücke S, um die Höhe zu halten. Und Crash halt die Tab. Ach ja, okay. Sauber geflogen. Jetzt öffne den Fallschirm und lande in dem Gebiet, das wir erkundet haben. Sobald du wieder Boden unter den Füßen hast, geht's mit dem Snowboard weiter. Ich würde gerne sehen, wie schnell du zwischen den Sportarten umschalten kannst. Denn das wirst du ja draußen ziemlich oft machen müssen. Ich würde gerne Snowboard. Wo ist Snowboard? Kann ich nicht hin? Ich muss ja schon den Scheiß reißen. So, jetzt hat er Shift. Okay, dann zeig mal, was du kannst. Natürlich, zack, Snowboard, ab geht's. Dial 3. Der kennt mich noch. Warte, A, B, J. Au! Was soll denn ich? Thank you.
selber gemacht. Weich. Und jetzt zum Basislager. Sieh auf deine Karte. Es ist neben einem Gipfel namens Tête du Danet. Sollte nicht schwer zu finden sein. Basislager sind hier draußen extrem hilfreich. Also nutze sie, um die Umgebung zu erkunden und neue Pisten zu finden. Willkommen in unserem Basislager. Ich habe es ausgesucht, weil es an einem der zentralsten Gipfel der Aravi-Region liegt. Sieh dich einfach um, dann verstehst du, was ich meine. Es gibt hier einen ziemlich coolen Ort in der Nähe, also sieh ihn dir mal an. Hier draußen gibt es viele Orte wie diesen, aber wir müssen nach den besten Stellen suchen, um sie zu erreichen. Okay, dann zurück zum Basislager, damit wir das Gebiet erkunden können. Pack mal das Fernglas aus und verschaff dir einen besseren Überblick über die Dropzone da hinten. Das Fernglas ist super, um neue Lines und Dropzones zu finden. Also benutze es immer, wenn du eine neue Region erkundest. Gute Arbeit! Je mehr Dropzones du entdeckst, desto mehr Challengers sind verfügbar. Halte immer nach ihnen Ausschau! Übrigens, ein paar der anderen Fahrer haben einen Snowpark in der Nähe erwähnt. Hast du Lust, ein paar von deinen Tricks dort zu zeigen? Natürlich hast du das. Muss ich ja, ne? Scherzkeks. Ach, ne, wie das kalt ist. Ah. Ist denn scheiße, dass man in der Karte bleibt, weil wenn man nicht lässt. Rutschen wir da wieder hin. Ach, wo
Exzellent. Um ehrlich zu sein, habe ich diese Aufwärmübung zusammengestellt, um den Leuten von Red Bull zu zeigen, was du kannst. Die bereiten nämlich gerade ein Ultra Natural Event vor, ganz in der Nähe. Und tja, deine Show hat ihnen gefallen und sie wollen dich dabei haben. Diese Chance sollten wir uns nicht entgehen lassen. Also statt ihnen mal einen Besuch ab. Red Bull. Ach klar, dass die ihre Finger mit dem Spiel haben, ne? Red Bull gibt gerade echt Vollgas. Zum Beispiel organisieren die Mörder-Events wie dieses, wo nur die Besten der Besten antreten dürfen. Und du gehörst dazu. Hier geht es um Kreativität. Also versuch ruhig die ganz großen Tricks und zeig dem Publikum, was du drauf hast. Dieses Ultra Natural ist ein Vorgeschmack auf das, was noch kommen kann. Ich hab zwar keine Ahnung. Ah, das war schmerzhaft. Das war wohl nix. 16G, das ist ein wenig weniger. Weißt du noch, was ich gesagt habe? Wir wollen denen eine Show liefern, die sie nicht so schnell vergessen. Ha! Und genau das hast du getan. Die Zuschauer sind völlig aus dem Häuschen. Okay, siehst du den Ort, den ich für dich markiert habe? Mach dich auf den Weg dorthin. Jetzt mach mal dein eigenes Ding. Denk dran, es ist deine Reise. Du kannst tun und lassen, was du willst, aber vergiss nicht, es geht immer nur darum, deinen Ruf zu verbessern. Erkunde die Welt, finde neue Dropzones und fahre neue Lines. Geh Risiken ein, such dir die besten Strecken aus. Ich rate dir, geh in der Luft und am Boden, immer aufs Ganze. Halte auch nach Challenges anderer Athleten und Berggeschichten Ausschau, davon gibt es hier eine Menge. Wenn du das tust, garantiere ich dir, dass du ein paar großartige Orte in den Bergen finden wirst. Und wenn du etwas wagen willst, dann können wir auch nach Alaska. Aber bereite dich gut vor, da geht es richtig zur Sache. Okay, was hältst du davon, wenn wir erstmal hier nach Challenges und Berggeschichten suchen und damit anfangen, deinen Ruf zu verbessern? Sponsored by Red Bull and GoPro. Das hätte jetzt noch gefehlt. Genau. Schauen wir die Videos noch an und dann muss ich das Ganze auch hier wählen. Schauen wir mal. Willkommen in den Alpen, einem riesigen Gebiet in Europa, beherrscht vom Mont Blanc.
Dein Ziel ist es, all diese verschneiten Giganten nacheinander zu bezwingen, bis du schließlich vor dem König stehst. Du musst Level 23 erreichen, um ihn freizuschalten. Wie steigst du im Level auf? Sehen wir uns die Karte an. Hier gibt es eine Freestyle-Challenge. Wenn du hier gute Leistungen abrufst, erhältst du XP. In allen Regionen kannst du verschiedene Challenges finden. Hier ist zum Beispiel eine der vielen Wingsuit-Challenges. Und das sind nicht die einzigen Aktivitäten auf dieser Karte. Das ist eine Berggeschichte. Jede davon ist einzigartig. In dieser Geschichte nimmst du an einem Filmdreh teil. Für das Beenden von Berggeschichten erhältst du auch XP, die du zum Aufleveln benötigst. Mit jedem Level schaltest du neue Aktivitäten frei. Wenn du zum Beispiel Level 9 erreichst, erhältst du eine Einladung zu diesen drei fantastischen Red Bull Events in der Schweiz. Natürlich gibt es noch viel mehr und sobald du Level 25 erreichst, schaltest du deinen persönlichen Hubschrauber frei, aus dem du abspringen kannst, wo du willst. Was hältst du davon, wenn wir direkt anfangen? Vielleicht mit dieser Renn-Challenge? So, jetzt werde ich hier eingeladen, einen DLC zu kaufen oder einen Code einzulösen, falls ich das noch nicht gemacht habe. Ja, was kostet es? Road to Olympics kostet mich 29,99. Das Geld habe ich leider nicht. Das will ich jetzt auch nicht unbedingt investieren. Ich weiß auch nicht wirklich, was mir das bringt. Ja, Olympische Spiele, ja. Nee, also das ist es mir, glaube ich, jetzt gerade nicht wert, so leid mir das auch tut. Ja, das ist ein bisschen zu teuer. Auf dem Season Pass gäbe es Prozente, 9 Euro kostet der. Genau, drei Pakete mit exklusiven Challenges, einzigartigen Kostümen, Adrenalin, geladene Add-on-Sportarten. Ja, okay. Nee, also, ich will natürlich erstmal dieses Spiel ausprobieren und dann sehen wir weiter. Okay, an der Stelle sage ich danke fürs Zuschauen und vielleicht hat es dem einen oder anderen gefallen. Sagt einfach, was ihr von dem Ganzen haltet, ob ihr lieber draußen Sport macht oder hier am Computer. Ich mache es lieber hier am Computer, da tut man sich weniger weh, das kostet weniger Geld und ja... bin einfach eher der E-Sport-Typ, als dass ich ein Sportler wäre. Naja, okay, sei es drum. Ansonsten, wie gesagt, danke fürs Anschauen. Lasst eure Kommentare da. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, einfach Abo dalassen. Ich mache ab und an mal solche Videos und schaue eben mir das von Anfang an und nehme euch dann da mit. Und wenn ihr dazu Bock habt, einfach Abo dalassen. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch und... danke fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, ciao.